neue Zeit will ich euch geben. Das Geschenk des osmanischen Großveziers Izzet Pascha an seiner Heimatstadt sorgte der Legende nach für Unmut. Als die älteste Turmuhr Anatoliens 1797 zum ersten Mal anschlug, blühte noch der Karawanenhandel in Kleinasien. Bis dahin richtete sich der Takt des Tages nach dem Lauf der Sonne und dem Ruf des Muezzins. Doch weltliche Zeit war immer kostbar in Safranbolu, einem kleinen Städtchen am Fuße des Ilgas-Gebirges, knapp 200 Kilometer nordwestlich der türkischen Metropole Ankara. Fast 700 Jahre lang drängten sich Kaufleute und Kamelkarawanen durch die engen Gassen der Altstadt. Der Ort galt als Drehkreuz der anatolischen Seidenstraße. Noch bis Ende des 19. Jahrhunderts war Safranbolu Umschlagplatz für Waren auf dem Weg vom Reich der Mitte bis zum Sultanshof in Istanbul. Wo heute Bauern aus umliegenden Dörfern um Schafe, Esel und Kühe feilschen, wechselten früher Gewürze, Seide und Edelmetall den Besitzer. Vom Wohlstand der einst blühenden Handelsmetropole wissen die Bewohner nur noch aus Erzählungen. Heute wird um jede Lira gefeilscht. Eine Kuh kostet einen Monatslohn und mehr. Da zieht sich der Handel. Oft stundenlang. Auch Kemal Ayarolu, der letzte Sattler des Ortes, wartet heute oft vergebens auf Kundschaft vom Basar. Nach dem Handschlag zieht es die Bauern meist zurück in die Dörfer. Früher war auf dem Viehbasar noch richtig viel los. Doch diese Zeiten sind vorbei. Die Bauern können ihre Tiere heute kaum noch verkaufen und haben fast kein Geld mehr übrig, um sich bei mir einen Sattel machen zu lassen. Da bleiben weniger als 200 Lira für Arbeit und Material. Das reicht nie, wenn du als Rentner auch noch deinen Kindern etwas abgeben musst. Tja, so ist das heute. Auch die Teehäuser der Altstadt hoffen auf Umsatz durch zaghaften Tourismus. Seit 1994 gilt die mittelalterliche Stadtanlage als Weltkulturerbe. Doch die urbane Mitgift der Osmanen hat einen Beigeschmack. Fast alle Häuser unserer Altstadt wurden von Leuten aus umliegenden Dörfern gekauft. Die ehemalige Stadtbevölkerung ist schon längst weggezogen in die Betonhäuser der Neustadt. Hätten sich die Dörfler nicht um die alten Häuser im Charshe von Safranbolu gekümmert, wäre hier schon längst alles verrottet und verfallen. Ruinen passen nicht zum Selbstverständnis einer Stadt, deren Bürger sich einst an einem durchaus modernen, der Natur angepassten Lebensstil orientierten. Über Jahrhunderte prägte der Wechsel der Jahreszeiten das urbane Leben zwischen dem alten Ortskern Charshe im Tal und der luftigen Anhöhe Balar, dem Sommersitz wohlhabender Familie. Die alte Dorflehrerin Nesiye Kadolu bewegt sich seit über 80 Jahren in diesem Rhythmus. Viel hält auch sie nicht von den Segnungen der Moderne. Ab Mai lebten wir früher in Bala in unserem Sommerhaus. Es ist viel kühler hier oben als unten in der Altstadt. Im Oktober zogen wir dann wieder hinunter in den Charge. Als das Stahlwerk in der Provinzhauptstadt Karabük gebaut wurde, verkauften die Leute ihre alten Häuser, bekamen dafür Wohnungen in den Betonburgen der Neustadt und kümmerten sich nicht mehr um unser Erbe. Viele der osmanischen Fachwerkhäuser, Konaks im Volksmund, waren einst Stammsitz bedeutender Familien mit Einfluss am Sultanshof. Traditionelle Heiratspolitik,
sorgte für Rückhalt. Die Schwester des Großwesirs Izzet Pascha ist meine Ur-Ur-Urgroßmutter und kam als Braut in unser Haus. Doch wann genau dieses Haus gebaut wurde, kann ich nicht sagen. Als ich 3-4 Jahre alt war, erzählte unser Großvater, dass es um die 300 Jahre alt sei. Ich selbst bin jetzt 84, also steht das Haus hier fast 400 Jahre. Meist teilten sich drei Generationen die 6 bis 9 Wohnräume eines Konak. Ein Lebensmodell, das immer die Nachbarschaft mit einschloss und oft in Liedern der osmanischen Serai-Musik romantisiert wurde. Poolzimmer diente als Versammlungs- und Empfangsraum für Gäste. Das Wasser sorgte bei Streitigkeiten für gedämpfte Rhetorik. Seit über 200 Jahren schon überragt eine Turmuhr die Minarette der Altstadt und bestimmt den Takt des Tages. Seitdem synchronisiert das Geschenk des Großwesirs Izzet Pascha diesen abgelegenen Winkel Anatoliens mit dem Hof am Bosporus. Dem diplomatischen Geschick des Großwesirs ist es wohl zuzurechnen, dass größere Konflikte mit der Geistlichkeit ausblieben. Bereits ein Jahr vor Baubeginn des weltlichen Zeitmessers stiftete der Pascha seiner Heimatstadt eine Moschee, die noch heute als Perle des osmanischen Barock gilt. Al-Nur, das Licht, die 24. Sure des Koran, stand Pate für das lichtdurchflutete Gebetshaus, das sich an der Istanbuler Nuro-Osmanie-Moschee orientiert, die Izzet Pascha oft besuchte. Der Legende nach betrat der Bauherr seiner Heimatmoschee jedoch kein einziges Mal, da er befürchtete, von der Schönheit des Gotteshauses geblendet zu werden. Das erste Freitagsgebet unter der Kuppel der neu errichteten Moschee feierten die Gläubigen noch in Safranbolus goldenem Zeitalter. Ein Großteil der Gemeinde gehörte zu einer der vielen Handwerksgilden des Ortes und war am Bau der Moschee beteiligt. Mittel standen damals noch üppig zur Verfügung. Fast alle Handelskarawanen vom Schwarzen Meer nach Zentralanatolien führten durch die engen Gassen Safranbolus. Die Auftragsbücher der Handwerker waren voll. Die Gilden pflegten enge Beziehungen zum Hof am Bosporus. Safranbolu galt als Handwerkskammer des Topkapi-Palastes. Heute buhlen gerade noch 4 kleine Schmieden um vereinzelte Aufträge von Bauern aus dem Umland. Zu wenig, um über die Runden zu kommen. Fast jeder hat einen zweiten Job oder sucht sein Glück in der nahen Provinzhauptstadt Karabük. Bis vor 80 Jahren noch sorgte das Handwerk für Auskommen und relativen Wohlstand für mehr als die Hälfte aller Bürger. Der damals 6-jährige Abdi Aygür erinnert sich.
Früher vibrierte hier die Luft von den Schlägen der Kupferschmiede. Safranbolu war ein Zentrum vor allem für Schmiede und Sattler. Viele Leute kamen nur hierher, um ihr Kupfergeschirr aufpolieren zu lassen. Aufträge gab es genügend. Doch als das Stahlwerk in Karabük gebaut wurde, verließen die Leute Safranbolu, um dort ihr Glück zu machen. Die Handwerker verloren ihre Kunden, mussten ihre Werkstätten schließen und die Altstadt starb allmählich aus. Eine Eisenbahnlinie, die direkt in die Kohlegruben am Schwarzen Meer führt, sorgte 1937 für den Einzug der industriellen Moderne in die anatolische Berglandschaft. Binnen 2 Jahren stampfte der Staat die erste Stahlhütte der noch jungen türkischen Republik aus dem Boden der nun rasch wachsenden Provinzhauptstadt Karabük. Feste Monatslöhne und geregelte Arbeitszeiten wirkten schnell wie ein Magnet für Arbeiter und Handwerker aus der gesamten Gegend. Die Folge: viele Dörfer bluteten aus, ganze Landstriche verwaisten. Das Herz der alten Karawanenstadt hatte aufgehört zu schlagen, fast 50 Jahre lang. Das Sinfonieorchester ist still, schreibt noch zu Beginn der 90er Jahre eine türkische Zeitung. Erst allmählich erwachen die Töne wieder zum Leben. Ein zweiter Cinci Hoca könnte dabei helfen. Der einstige Wunderheiler stiftete 2 Jahre vor seinem Tod die Karawanserei Cinci Han im Zentrum der Altstadt. Vielleicht helfen auch die Geschichten der Alten, die sich als Kinder noch unter den Arkaden in den Warendepots versteckten und von den Händlern verjagt wurden. Ungeachtet der Religion, der Sprache und der Rasse fanden Handelsreisende hier Unterschlupf, kostenfrei, für wenigstens 3 Tage. So wollte es Karabassade Hüseyin Efendi. Als er sich 1645 mit dem wohl beeindruckendsten Gebäude Safranbolu's ein Denkmal setzte. Das Vermächtnis des anatolischen Wunderheilers klingt wie ein Echo aus der Blütezeit des Karawanenhandels. Neugier, Weltoffenheit und Toleranz, gepaart mit einer guten Prise Geschäftssinn, das waren einst die Zutaten für ein erfolgreiches Stadtmodell. Maschallah, erinnert sich die frühere Dorflehrerin in den allwöchentlichen Treffen mit ihren Altersgenossen. Es war wunderbar. Ein idyllischer Ort. Wie es weitergeht, wer weiß das schon. Inshallah, Allah wird's schon richten. Für manche hat die Zukunft schon begonnen. Im Diesseits, vor über 200 Jahren. Die alte Turmuhr, sie schlägt noch immer. Weitere Informationen zu unserer Reihe finden Sie im Internet unter www.schätzederwelt.de.